Hallo Fans und Freunde der WNA, heute ist es endlich soweit. Heute gibt es das große und lang erwartete Match auf der Hohen Warte gegen den 1. FC Union Berlin. Und ja, die letzten Tage, das war ganz schön anstrengend, aber ja, es hat sich ausgezahlt. Es schaut wirklich fantastisch aus, das Stadion, und ist wieder bereit für ganz, ganz tolle und spannende Matches. Und ja, hoffentlich gibt es auch heute so ein tolles und spannendes Match gegen FC Union Berlin. Noch sind keine Leute da, ein bisschen gibt es noch so vorzubereiten, und das schauen wir uns jetzt an. Also kommt's mit, Kammern Vienna. Ja, der Pressebereich ist auch schon bereit. Stadion ist natürlich noch leer, weil wir sind noch voll in der Vorbereitung. Es gibt natürlich ein bisschen noch was zu tun, aber ja, bleibt dran und schaut mit, was es noch so wichtige Vorbereitungen gibt für so ein Match. Es ist einiges zu tun und sollte man auch mal wissen, teilweise wie stressig das ist, so ein kleines, aber feines Fußballmatch hier auf der Hohen Warte zu organisieren. So, liebe Wiener Fans, es ist angerichtet und alle sind bereit für das große Match. Noch ist das Stadion leer, aber ja, es könnte jederzeit losgehen. Ganz gemütlich ein feines Fußballmatch an diesem herrlichen, sommerlichen Mittwochnachmittag im Sommer. Ja, ich freue mich und ich hoffe natürlich auch alle anderen Fans freuen sich sehr auf ein tolles und interessantes Match gegen den 1. FC Union Berlin. Ja. Schauen wir mal, was heute so alles passiert, beziehungsweise wie wir spielen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit sogar zu gewinnen, aber ganz egal. Es geht um die Party, es geht um das Vergnügen und natürlich um unsere Vienna, 125 Jahre. Das muss man zelebrieren, das muss man genießen, und es ist so wunderschön. Schaut mein Gesicht an, ich bin komplett gegrillt mittlerweile, aber es hat sich ausgezahlt, denn für die Vienna, ja, da macht man das gerne. Also meine Lieben, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis später und genießt das Match, Kammern Vienna. Jetzt mit Daniel am Stand. Werden wir heute alles verkaufen? Yes, we can. Nichts werden wir verkaufen. Ah, sicher, alles werden wir verkaufen. So ein Fächer. So, liebe Vienna-Fans, jetzt geht's gleich los. Ja, einige Leute gekommen, würde ich sagen. Schaut auch recht gut aus und das Wetter hält. Also müsst ihr super hinhauen, dass wir heute ein schönes Match sehen. Stimmung und volles Haus. Und bevor es losgeht, da gibt es noch einen Ehrenankrieg. Also seid dabei! So, das war der Ehrenankrieg. Jetzt geht das Match los, lange erwartet, aber Gott sei Dank endlich passiert. Das ist das große Match gegen den 1. Union Berlin. Und schaut euch an, die Kulisse einfach wunderbar auf der Hohen Warte bei unserer Vienna. Also, Kammern Vienna. Ja, liebe Wiener Fans, Halbzeit hier bei dem Freundschaftsmatch gegen den 1. FC Union Berlin. Ja, 0-3 liegen wir hinten. Match plätschert so fleißig dahin. Aber
viele Fans kriegen es nicht mit, denn wie ihr hinter mir seht, lange Schlangen an den Bierausgaben. Also ja, die Organisation schwierig bei so vielen Fans. Aber schauen wir mal. Zweite Halbzeit, hoffentlich ein schöneres Match. Ja, liebe Werner Fans, das war das Match. 1-4 verloren. Schade, aber war mal ganz ein guter Gradmesser auch für uns. Viele neue Spieler dabei gewesen. Und ja, jetzt wird noch abgefeiert im Stüberl. Ja, ich hoffe, es gibt noch ein bisschen Party. Und dann geht es weiter mit den Vorbereitungsspielen bzw. Testspielen für die Wiener Meisterschaft. Und dann werden wir mal schauen, wo wir stehen. Also, Kammern Vienna.